Wenn die Saat ausgesät ist, dann ist natürlich nicht nur Abwarten angesagt, sondern dann muss man sie pflegen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe in der Politik, die Dinge, die man in Gang gesetzt hat, die man initiiert hat, dann auch weiter zu pflegen, zu unterstützen, damit sie am Ende zur Ernte führen und zum Erfolg führen. Der Kreis Borken ist ein junger Kreis. Wir haben Gott sei Dank viele Kinder, viele Eltern, die sich für Kinder entscheiden. Für diese Kinder muss man die Voraussetzungen schaffen. Das haben wir an vielen Stellen geschafft, dass eine Betreuung möglich ist, dass Frauen weiter arbeiten können in Form von Kitas und Übermittagsbetreuung. Das ist sehr wichtig, um auch für die jungen Menschen, für die Kinder eine gute Zukunft zu gestalten. Wir haben hier in der Region äußerst vielfältige Unternehmen, Arbeitsplätze. Die brauchen natürlich Fachkräfte. Deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe, die jungen Menschen, die irgendwo in großen Städten ihre Ausbildung, ihr Studium machen, in der Welt unterwegs sind, auch wieder nach Hause bekommen, in den Kreis Borken und hier attraktive Lebensbedingungen vorfinden, um hier auch leben und arbeiten zu wollen. Der Staat schafft für viele Dinge einen Rahmen. Das reicht aber nicht. Was wären wir in unserer Region ohne unser Ehrenamt? Und deswegen werde ich mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, das Ehrenamt zu stärken, weil das unser Leben enorm bereichert. Ich bin jetzt seit 12 Jahren aktiv im Deutschen Bundestag für diese Region, für den Kreis Borken und möchte die Saat, die ich an vielen Stellen gelegt habe, noch zur Ernte bringen, zum Abschluss bringen. Und deswegen möchte ich für die nächsten 4 Jahre noch einmal den Kreis Borken gerne in Berlin vertreten.